Hallo meine Lieben, mein Name ist Jakob der Lügner und ich begrüße euch zur neuen Ausgabe von Diese Woche in Call of Duty, eurem Newsformat für alle wichtigen Nachrichten rund um Activisions größtes Franchise. Nachdem wir uns letzte Woche komplett auf die News zu Call of Duty World War II konzentriert haben, heißt es nun zurück zum normalen Programm und das bedeutet, wir betrachten alle aktiven Spiele und beginnen werden wir mit News zu Modern Warfare Remastered. Go, go, go! Let's do this! Letzte Woche erschien der Patch 1.11 für Modern Warfare Remastered und brachte drei neue Waffen mit sich. Zum einen die Handfeuerwaffe Procolord. Bei dieser handelt es sich um eine semi-automatische Pistole, welche für den Nahkampf gedacht ist und drei Schussstöße abfeuert. Sie ist in MWR übrigens auch die erste ihrer Art. Als nächstes bekamen wir die Fang 45, eine neue SMG, die ihre ersten 5 Schüsse mit erhöhter Feuerrate abgibt und wie bei SMGs üblich, für mittlere Distanzen konzipiert wurde. Last but not least, die BOS-14, eine Assault Rifle mit erhöhtem Schaden während der ersten 5 Schüsse. Diese ist für mittlere und längere Distanzen gedacht, welche sie zu einem soliden Allrounder macht. Aber nicht alle Spieler scheinen mit der Entscheidung der Entwickler, neue Waffen ins Spiel zu bringen, glücklich zu sein. Es wird befürchtet, dass man sich zu sehr damit von den Grundgedanken eines remasterten Spiels entfernt und somit den Hauptfokus aus den Augen verliert. Seitens Activision und Raven Studios scheint dies hingegen lediglich der Versuch zu sein, das Spiel am Leben zu erhalten. Diese Annahme scheint sich durch den Retailer Gamefly zu bestätigen, der seit vergangener Woche Call of Duty Modern Warfare Remastered als Standalone-Titel listet. Bisher war das Spiel nur im Bundle mit Infinite Warfare erhältlich und das Release-Datum wird für die PS4 mit dem 20. Juni angegeben. Voraussichtlich wird das Spiel dann einen Monat später am 20. Juli für Xbox und PC erscheinen. Hierzu gibt es allerdings noch keine Bestätigung. Soviel zu Modern Warfare Remastered, kommen wir zu Infinite Warfare. Let's get these bastards. Auch in IW brachte uns die vergangene Woche einen neuen Patch. Dieser beinhaltet neben allgemeinen Fixes auch neuen Content. Zum einen habt ihr nun die Möglichkeit, euch das Multiplayer-Voice-Over-Pack des australischen YouTubers Ozzyman herunterzuladen. Dieses ist für 3,99 € im Shop eurer Wahl erhältlich. Neben diesen erschien nun auch ein neues Schlüsselfeature in Form der variablen Score-Streaks. Mit diesen ist es euch nun möglich, eure Score-Streaks anzupassen und diese bringen somit mehr Abwechslung in den Multiplayer. Erhältlich sind sie wie auch die Waffenvariationen in mehreren Klassen: Common, Legendary und Epic. Erhältlich sind diese beim Quartermaster für jeweils 150, 300 oder 450 Salvage. Auch zwei neue Waffen haben ihren Weg ins Spiel gefunden. Zum einen die Auger, welche eine LMG mit rotierenden Läufen ist und eure Gegner schnell dezimieren soll. Zusätzlich hat diese eine reduzierte Hüftstreuung während des Feuerns im Rutschen. Als zweites dann noch die Tretcher, eine Assault Rifle mit hoher Stabilität aus dem Hüftfeuer und einem zusätzlichen Granatwerfer, der am unteren Ende der Waffe angebracht ist. Except that it's outfitted with a grenade launcher. Why shoot them? Then you can explode them. Treyarch hatte in der vergangenen Woche eine ganz besondere Ankündigung für alle Zombie-Fans. Die Gerüchte, die sich nun seit sehr langer Zeit rund um das 5. DLC zu Black Ops 3 aufgebaut haben, sind nun endlich bestätigt worden. Ab dem 16. Mai wird Zombie Chronicles für PS4 erhältlich sein und beinhaltet gleich 8 remasterte Maps aus dem vergangenen Treyarch-Zombie-Adaption. Hierzu gehören Nacht der Untoten, Verrückt und Shinonuma aus World at War, Kino der Toten, Ascension, Shangri-La und Moon aus dem originalen Black Ops und aus Black Ops 2 Origins. Die Anzahl der Maps kam für viele Fans als willkommene Überraschung. Es wurde zwar getuschelt, dass es 8 sein könnten, aber viele erwarteten eher 4 Maps. Wie Jason Blundell im Reveal-Interview mit dem YouTuber JC Backfire meinte, sei dies ein Liebesbrief an die Fans und soll ein Dankeschön für den jahrelangen Support sein. Genaue Details habe ich hier für euch kommende Woche, denn in einem Stream am Montag sollen wir mehr dazu erfahren. Was sagt ihr zur vergangenen Woche in Call of Duty? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Solltet ihr Kritik zum Video haben, ist diese dort natürlich auch mehr als willkommen. Ansonsten checkt doch auch mal unsere anderen Videos auf dem Channel aus. Vielleicht findet ihr ja was, das euch gefällt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Jakob.